Ich werde verständlicherweise momentan relativ häufig gefragt, ob diese Isolation, in der ich mich jetzt hier 2 Wochen lang befinde, also bis jetzt 1,5 Wochen mit noch ein paar Tagen vor mir, einen Einfluss auf meine Symptome hat, also meine Ohrgeräusche oder meine DPDR, ob das irgendwie das verschlechtert, ja. Und ist ja auch gerechtfertigt, die Frage, weil das ist ja schon eine relativ belastende Zeit. Also nicht nur körperlich, gesundheitlich wegen der ganzen Geschichte, sondern natürlich auch mental. Oh, jetzt wird es aber dunkel hier. Ja. Sondern natürlich auch mental wird es düster. Nein, sondern auch mental, weil 2 Wochen nicht raus können und da fällt einem vielleicht auch mal die Decke auf den Kopf. Also es ist gar nicht so weit hergeholt. Und es ist wie folgendermaßen. Ich hatte zu Beginn, als ich diese Symptome, diese wirklich körperlichen Krankheitssymptome hatte, also hohes Fieber und so Druck im Kopf und Kopfschmerzen, Nackenschmerzen und sowas, da war ich auch sehr verkrampft hier in diesem Bereich Schultern, Nacken. Ja, ihr kennt diese Probleme ja wahrscheinlich. Da hatte ich das tatsächlich, dass ich auch, und ich habe auch schlecht geschlafen zu der Zeit, muss ich sagen, dass ich tatsächlich so ein bisschen Gesäuse wieder in den Ohren wahrgenommen habe. Das war einfach so diese ganze Anspannung und diese Belastungssituation. Und ihr kennt ja auch diese neurologische Verknüpfung zwischen dieser ganzen Muskulatur hier, Kiefer, Nackenmuskulatur und der Hörverarbeitung. Und da das alles angespannt war, habe ich durchaus so ein bisschen Säuseln im Ohr gehabt. Kann jetzt nicht davon reden, dass ich jetzt irgendwie gesagt habe, oh Gott, ich habe wieder massiv Probleme mit Tinnitus oder sowas. Überhaupt nicht, nein. Also einfach, wie es halt zum Beispiel auch in Erkältungsphasen ist, so war es in der Zeit auch. Ich habe da mal ein Video dazu gemacht, wie es in Erkältungsphasen bei mir ist mit meinem Tinnitus. Das könnt ihr euch mal angucken, wenn euch das interessiert. Es war nicht anders als zu dieser Zeit. Was die Derealisation betrifft, muss ich sagen, es ist ein bisschen anders. Ich darf ja momentan nicht wirklich raus. Ich habe die Erlaubnis von unserem zuständigen Gesundheitsamt, dass ich, wenn niemand im Hausflur sich aufhält, also zum Beispiel nachts um 2, um 3, wenn hier absolut Ruhe ist und niemand rumläuft, kann ich zum Beispiel zu den Mülltonnen gehen oder an meinen Briefkasten oder solche Sachen. Ja, das ist quasi erlaubt. Variiert von Ort zu Ort. Ja, bei uns, die hat meine Gesundheitsamtfrau, die Ansprechpartnerin, die ich in der Zeit habe, die hat gesagt, alles kein Problem, natürlich, das können Sie machen, das ist erlaubt. Ja. Und wenn ich dann zum Beispiel mal nachts bei uns auf dem Hof stehe und so in die Sterne gucke und mir die Umwelt angucke, dann merke ich schon, dass das so ein bisschen so eine Distanz ist. Mir fehlt einfach jetzt nach 1,5 Wochen so ein bisschen der Bezug dazu. Es fühlt sich alles ein bisschen fremd an. Ich mache mir allerdings keine Sorgen, bin da ziemlich entspannt und weiß, dass ich da auch wieder in den Trott reinkomme. Es ist so ein bisschen wie wenn man eine Weile im Urlaub war, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, man ist eine Weile im Urlaub und kommt dann nach Hause zurück und fühlt sich nicht so richtig heimisch. Man fühlt sich so ein bisschen fremd zu Hause und es ist alles so komisch und man fühlt sich emotional so ein bisschen leer. Es fehlt der Bezug zu der Umgebung. Und so geht es mir, wenn ich zum Beispiel nachts auf dem Hof stehe und da allein bin und mir die Sterne angucke und mir so ein bisschen die Bäume angucke, wie der Wind da durchweht und sowas. Da ist es, habe ich noch nicht so ganz den Bezug wieder dazu, aber ich bin jetzt seit 1,5 Wochen, ach, seit fast 2 Wochen mit den paar Tagen, die ich mir selbst schon da auferlegt habe, in meiner Wohnung. Und das Maximum, was ich kenne, ist, dass ich am Fenster sitze und ein bisschen rausgucke und beobachte, was da so passiert. Ist ein bisschen wie in diesem Film, das Fenster zum Hof oder wie hieß der? Aber ich habe noch nichts, ich habe noch kein Verbrechen beobachtet. ja, aber so viel erstmal dazu. Ich werde natürlich berichten, wie sich das entwickelt, wenn ich rausgehe. Hier in der Wohnung hat sich nichts geändert. Hier habe ich sehr viel Bezug zu meiner Umwelt. Ja. Ich werde auf jeden Fall berichten, wie sich das entwickelt, wenn ich wieder in Freiheit bin. Und bis dahin macht's erstmal gut. Ich bin in dieser Zeit übrigens, und werde das vielleicht danach auch noch fortführen, sehr oft live. Also wenn ihr irgendwelche Fragen zu der ganzen Sache habt, wie das bei mir ablief oder so, könnt ihr auch gerne in meinen Livestream kommen und mir da Fragen stellen. Ja. Bis dahin macht's gut.